So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2018 mit dem Qualifikationstraining zum Großpreis von Singapur. Und ja, gehen wir auf die Strecke. Was haben wir noch hier zu suchen, ne? Los, los, auf. Ich bin heiß, ich will auf die Strecke. Wir haben nämlich einiges wieder gut zu machen. Wir kriegen nämlich eine plus 5 Quid-Strafe. Dementsprechend müssen wir auf jeden Fall, ja, sollten wir auf die Pole fahren. Ah, das ist der Teaser zum Qualifikationstraining. Willkommen zurück am Marina Bay Circuit. Die hohe Luftfeuchtigkeit macht uns hier allen ebenso zu schaffen wie die Spannung. Willkommen beim Qualifying in Singapur. Wenn wir uns das Feld heute so ansehen, Stefan Römer, meinst du, irgendjemand wird es vielleicht mit der härteren Reifenmischung versuchen und die weichen Reifen mit mehr Grip für das morgige Rennen aufsparen? Das würde mich ehrlich gesagt überraschen. Nur die Teams an der Spitze hätten theoretisch das Tempo, um trotzdem vorne wegzufahren. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem ein großes Risiko. Der Startplatz ist das absolut Wichtigste und es zahlt sich meistens nicht aus, ihn für eine geringfügig bessere Strategie im Rennen zu opfern. Ich denke also, dass niemand es versuchen wird. Ich habe mich allerdings schon das ein oder andere Mal geirrt. Von Zeit zu Zeit sieht man solche riskanten Entscheidungen sehr wohl und manchmal zahlt sich das Spekulieren auch aus. Wenn ich allerdings selbst im Auto säße, würde ich mir ohne Zweifel den besten Reifen für die Qualifying-Runde aufziehen, den ich hätte. Ja, wir werden es nicht machen. Wir werden nämlich jetzt mal eine Runde mit den Hypersoft ansetzen. Und dann gucken wir, was wir vielleicht nochmal einen zweiten Satz kriegen. Aber wir müssen. Wir brauchen dringend, wir brauchen eine frische Strecke, ohne dass jetzt viel Dreck auf der Strecke ist. Wir brauchen jetzt irgendwie eine freie Runde. Deswegen gehe ich auch schon auf die Strecke. Weil wir hier anfahren müssen, sollten wir hier die Pole holen. Alles andere geht heute nicht. Wir stehen also quasi mit diesem plus 5 schon und stehen ein bisschen stark unter Strom. Obwohl Platz 6 durchaus machbar wäre. So. Vor unseren Williams. Dass heute oder heute Abend auch wieder zum Einsatz kommen wird. Nämlich dann in Kanada. Nach dem überraschenden dritten Platz in Monaco sollte in Kanada auch wieder Punkte drin sein. Oder hoffentlich besser als am Montag. Am Montag sind wir jetzt böse verkackt, aber jetzt heute sollen wir es hoffentlich mal wieder schaffen. In meiner Setup dann hoffentlich jetzt mit dem besseren Ergebnis. Stoffel Van Dorn jetzt 40-1. Ups, ein bisschen angelegt. Halbe Sekunde vor Sainz. Ach, boah, der Bottas prügelt 1,38 auf der Strecke. Obwohl die 38 könnten wir auch fahren. Nicht ganz. Eine Sekunde. 39,2. Die fahren wir nur 4. Also hinter den beiden Mercedes und dem Ferrari. Jetzt sogar 5. Jetzt wahrscheinlich der zweite Ferrari auch noch dazwischen gebaut haben. Das heißt, sie werden jetzt auf 10. Muss ich kriegen.
Ein leichter Crash hier drin gewesen. Aber machbar. So, wenn ich das jetzt auch so mache, ich versuche es. Ich muss ja die Zeit fahren, 37,3. Die muss ich ja so fahren, die Runde. Weil ich halt die Polezeit brauche. Eine Sekunde wird ja wahrscheinlich nicht nochmal gut. Der Vettel auch mal nachlegen. Ja? Was haben wir denn auf der Karte? Gasly, also nur einzig von Max, ja. Der hat auch keine Zeit gesehen. Gut, dann würde ich sagen, lasse ich euch mal mit ihm kurz alleine. Ich bin sofort wieder da. Ein paar Minuten. So, knapp 8,5 Sekunden vor dem Ende des Qualifikationstrainings melde ich mich auch wieder zurück. Ja, Max momentan auf 9. Aber wir noch die Bestzeit. Jawohl, das ist gut. Wie gesagt, wir sind ja auch mit unter Druck. Wir müssen es ja liefern. Wir müssen ja liefern. So far is a 137.3. Wir müssen hier safe die Punkte holen. Wir sind auf jeden Fall klar dabei, also, weil da wird auf jeden Fall auch fast jeder noch gleich nochmal einen zweiten Schuss setzen müssen. Ja, wird das gleich passieren? Wir brauchen tatsächlich keinen mehr. Wir haben jetzt Gott sei Dank nochmal unseren Reifensatz. Ich sag ja, bei der erste Versuch war nicht gut. Den mussten wir nochmal neu setzen. Deswegen haben wir den haben wir dann nochmal einen draufgehauen. Und der Erste, der den zweiten Versuch setzen wird, ist Sergio Perez.
Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Perez macht ja noch 4 fährt der. So, warte. Ja, 4,5 Minuten haben wir noch ungefähr. Sind aber eigentlich welche auf der Strecke noch von den Favoriten. Ja, Lewis Hamilton zum Beispiel. Der momentan auch nur auf 10 liegt. Kann ja nochmal setzen, eine Zeit. Ich fühle mich eigentlich tatsächlich relativ sicher. Drei Minütchen haben wir noch. Komm, Louis. Ja, der wird immer eine Zeit setzen. Ich hoffe, der wird nochmal einen Sprung machen müssen. Wobei, für 10 wäre ein Traum, wenn er das für nur schaffen würde. Mein ehemaliger Teamkollege. Zumindest vom Anfang der Saison. Die ersten 4 Rennen. Nach Baku haben wir direkt verpisst zu Red Bull, weil das Auto überhaupt nicht klar kam. So, also auf 11. Ja, wenn er Glück hat, hat er dann auch auf jeden Fall noch einen, hat er noch 2 Versuche dann. Also einen auf jeden Fall für 2. noch machbar ist, weiß ich nicht. Auf 5. Das wäre direkt vor uns. Naja, ja, quasi vor uns, ja. Der Platz der wäre ja 4. also quasi. Man muss ja bei den Top 5 noch eine Top 6. noch jeweils einen Platz hochrechnen. Also steht Hamilton auf jeden Fall vor uns. Aber ich bei dem nicht weiß, ob er meine Zeit setzen wird. Das wird auf jeden Fall der letzte. Ne, wird es nicht. Danach haben wir noch einen haben. Ja, Hamilton hat seinen 2. Versuch. Ocon, Raikön, ja. Hoffentlich. Max könnte nochmal einen setzen. Erster Sektor geht um unseren Perez. Max auch nur auf 11. Aber der hat auch noch seinen 2. Versuch. Da haben wir dann. Mal gucken, ob wir nochmal setzen.
So, jetzt wissen wir gleich, wie es aussieht. Vierter Wermax. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind Richter, Hülkenberg und Kimi Räikkönen. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Damit, oh, die Mercedes noch auf 9 und 11, also beide noch nach hinten gedrängt worden, okay. Hätte ich nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, Hülkenberg hat seine zweite Pole, glaube ich, insgesamt. Der hat es ja, glaube ich, damals im Williams mal geschwommen, in Brasilien 2007 oder 2008, glaube ich, wäre es gewesen. Am Ende ist er, glaube ich, 9. geworden oder so. Ja, aber wir müssen unsere Pole leider abgeben. Die haben sie Gott sei Dank errungen. Wenn auch nicht ganz fair, aber ist Karriere. Aber unser Teamkollege, unser Rivale, holt sich mal eben kurz die Pole. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten. Wir starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Ja, gut, die Frage ist, haben andere noch Gridstrafen? Das wäre natürlich ideal, dann würde man nicht weiter vorne stehen. Also, die Mercedes sind wir zumindest erstmal schon mal los aus dem Feld. Zumindest fürs Erste. Das heißt, wir könnten den nächsten Schritt machen in Richtung Spitze der Konstrukteurswerben. Ob wir das wirklich auch schaffen, das sehen wir auf jeden Fall morgen um 14 Uhr dann im Rennen beim Großen Preis von Singapur. Bis dahin und tschüss.